Hallo zusammen. Ja, das wird jetzt wieder ein BJD-Thema beziehungsweise auch ein BJD-Prompt, BJD-Addicts-Prompt. Und ich meine, es müsste Nummer 11 sein. Ihr werdet es im Titel sehen, ich habe es mir nicht genau gemerkt. Aber bevor wir mit diesem Prompt anfangen, weil wir müssen ja auch voran machen, deswegen, also damit ich diese ganz vielen Prompts auch irgendwann mal durchbekomme. Aber wir fangen trotzdem erstmal an mit G, ihr seht es. Ich habe es schon auf Instagram gepostet. G hat endlich eine süße Schuluniform. Ich wollte ja schon länger eine Schuluniform für sie, insbesondere für die Geschichte, die ich mir für sie und ihren Freund ausgedacht habe. Und von daher passt das jetzt perfekt, dass sie endlich eine hat. Ich finde, es sieht so süß an ihr aus. Ihr seht es auch auf den Fotos. Ich werde hier euch immer so ein paar einblenden, damit ihr das auch noch mal ein bisschen besser seht. Aber hier seht ihr sie auch. Ich finde, es sieht einfach total niedlich aus. Ihr steht das total gut und ihr steht ja sowieso alles. Ich sag's ja immer wieder. Aber ich bin so froh, endlich eine Schuluniform für sie gefunden zu haben. Auf eBay habe ich sie entdeckt durch Zufall, als ich einfach nur mal stöbern wollte. Und da war diese Schuluniform da. Und ich musste einfach zuschlagen. Ich habe sie sofort bestellt und da ist sie. Ich finde es wirklich total niedlich. Die ist aus Japan, die Schuluniform. Und ja, ich finde, sie sieht aber wirklich toll aus. Also, sie soll ja studieren eigentlich. Aber ich finde so, es ist ja, das sieht man ja auch in Asien und so, dass die Mädels teilweise da auch so einfach so in der Freizeit Schuluniform tragen, die so ein bisschen moderner umgestylt sind. Und so habe ich es dann dementsprechend hier auch gemacht. Ja, also ich bin wirklich happy mit dieser Schuluniform. Ich finde das wirklich richtig toll. Und wieder ein kleiner Zuwachs für die Geschichte für G. Und ja, die Geschichte habe ich auch so gut wie fertig. Und die werde ich euch demnächst jetzt auch mal dann preisgeben. Und auch so ein kleines Update, was die Sache männliche BJD angeht. Weil da fragt ihr auch häufiger mal nach und möchtet natürlich wissen, wie es da jetzt weitergeht. Und das kann ich auch verstehen. Und es gibt einen Plan, es gibt eine Geschichte. Ich werde euch dazu mehr erzählen in einem der nächsten Videos. Es wird nicht mehr so lange dauern, aber habt bis dahin noch Geduld. Also ihr werdet das auf jeden Fall erfahren. Ja, und ansonsten wird es jetzt weitergehen mit Prompt Nummer 11, glaube ich. Also jedenfalls ist das Favorite Aspects, so heißt das, glaube ich. Ansonsten, wenn ich mich jetzt wieder versprochen habe, ihr seht es hier unten im Titel. Ich werde es nochmal nachlesen. Ja, und das bedeutet. Ja, die Lieblingsaspekte der eigenen BJD. Was mag man am liebsten an der eigenen BJD? So habe ich das jedenfalls verstanden, dass dieser Prompt so ausgelegt ist. Und da muss ich sagen, fällt mir das ganz, ganz schwer. Weil es ist ähnlich wie bei Menschen. Also, ich glaube ja, dass es Liebe auf den ersten Blick in dem Sinne gibt. Auch bei Menschen. Und bei G war das definitiv so. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie sofort geliebt und fand sie optisch einfach von Kopf bis Fuß sofort super. Also sie war meine erste BJD und ich kenne das. Also wenn ich habe sie nicht geliebt, weil sie meine erste BJD war oder irgendwas oder und dann von daher war es mir egal, wie sie aussah oder so. Nein, so war es nicht. Also ich habe sie von Anfang an wirklich toll gefunden. Optisch hat sie mir so gut gefallen und ich habe sie ausgepackt und dachte wirklich, wow, wie kann es so ein schönes, ja, Werk geben? Also sie ist wirklich wunderschön für mich. Und deswegen sage ich ja auch immer, ich habe G immer vor allem bevorzugt, wenn ich andere BJDs hatte. Und weil ich sie einfach immer schön finde. Und von daher fällt es mir unheimlich schwer, einen Aspekt zu finden, den ich besonders an ihr mag. Oder etwas, was ich besonders an ihr mag. Und es gibt natürlich diese Aspekte. Sie ist, mit ihr kann man ganz gut posen, obwohl ihre Strings schon relativ, ja, laff sind, kann man schon sagen. Sie kann leider nicht mehr von alleine sitzen. Alles andere klappt aber prima. Ihre Beine sind unheimlich gelenkig. Sie kann, ihre Beine schlackern nicht so zurück und sind wabbelig, so wie bei manch anderen BJDs. Da kann man die Strings noch so feste ziehen, die wabbeln trotzdem irgendwie rum, die Beine. Das hatte ich auch schon. Zum Beispiel Annie hat dieses Problem. Aber G hat das definitiv nicht. Ihre Beine sitzen in der Position bombenfest, so wie sie sind. Außerdem mag ich an G sehr gerne, dass sie nicht diese ganz dünnen Beine hat, so wie das andere BJDs haben, sondern dass sie wirklich eine Figur hat und dementsprechend auch etwas größere Brüste. Das ist manchmal etwas schwierig, da Klamotten zu finden, aber das geht eigentlich. Ich sag mal so, die gängigen MSD-Größen passen ja eigentlich. Nur Slim MSD passt ihr aufgrund der Oberweite nie. Und aufgrund auch, ja, dadurch, dass sie nicht ganz so diese schmalen Beine hat. Also sie hat schon Figur
Und das ist halt eben dementsprechend so, dass sie genau in diese MSD, diese normale MSD-Größe reinpasst. Und das finde ich perfekt an ihr. Das ist einfach super. Ich finde, das sieht super aus. Es sieht in gewisser Weise natürlich aus. Und sie passt eben dementsprechend in MSD-Kleidung sehr gut. Und das ist so ein guter Aspekt an ihr. Und was ich so optisch an ihr schön finde, ist es einfach von Kopf bis Fuß. Das ist das, was ich so sagen wollte. Es fällt mir unheimlich schwer, da jetzt spezielle Teile zu nennen, was ich sehr an ihr mag. Weil wenn man sich in jemanden verliebt und das jetzt über Jahre schon, ist es immer sehr schwer zu sagen, was man genau an demjenigen liebt. Weil man von Anfang an einfach auch so von der Optik und so, wenn es einem von Anfang an gefallen hat und das Gesamtpaket einfach ist und man dieses Gesamtpaket liebt, ist es schwer zu sagen, so ja, also der liebste Teil ist der Mund oder die Augen oder sonst irgendwas. Es ist einfach alles und man steckt so viel Liebe in diese Geschöpfe rein, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, da ein spezielles Teil zu nennen. Also ich mag wirklich alles an ihr, die Augen, die Nase, Mund, alles. Also es gibt auch nichts Negatives über die, was ich zu sagen habe, außer dass ihre Strings vielleicht ein bisschen locker sind. Aber da kann sie ja jetzt erstmal nichts für. Das ist halt so, da müsste ich mich mal dran begeben, das weiß ich ja. Ansonsten fällt es mir wirklich schwer, da irgendwas Spezielles zu nennen, weil einfach alles toll an ihr ist. Und ihr könnt mir ja unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr an eurer Lieblings-BJD so ja, besonders findet, was sie besonders gut können oder was sie vielleicht nicht so gut können, was da so euer liebster Aspekt ist, so an den BJDs, die ihr habt, damit ihr den Prompt auch wieder mitmachen könnt und ja, was euch so besonders gefällt oder ob es euch so wie mir geht, dass ihr da gar nichts Spezifisches nennen könnt, weil ihr einfach so viel Liebe da reinsteckt und gar nicht so differenzieren könnt. Also das geht mir jedenfalls so. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch auch so geht oder was euch ansonsten, wenn ihr es differenzieren könnt, dass ihr das dann dementsprechend dann benennt, was es ist. Ja, das würde mich mal interessieren, sodass wir über diesen Prompt auch mal sprechen können. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch die Schuluniform gefällt. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Schuluniformen für eure BJDs habt und wie die so aussehen. Ob die so richtig auch mit Jacke und Blazer sind. Hier war jetzt kein Blazer bei. Hätte ich mir vielleicht auch noch gewünscht, aber so geht's natürlich auch. Und könnt ihr mir ja mal schreiben. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt auch mit dem Video. Wir haben den Prompt durch. Und ja, ich freue mich auch über die Resonanz der Living Dead Dolls Videos. Da wird natürlich auch jetzt wieder was kommen. Also seid gespannt und aber hiermit belassen wir es erstmal dabei und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann.